Mach folgende, also wir haben jetzt die Deutsche Telekom bei 15,41 €. Wir machen hier eine Kauforder. Und dann geben wir hier, sagen wir, okay, eine Stück Deutsche Telekom. Wir möchten bei 15 kaufen oder machen wir 14. Und Gültigkeit GTC ist auch egal, also Kauf bei 14. Dann machen wir eine Übermittlung und gehen wir nicht zu Ende, ja, also nicht überschreiben und übermitteln, sondern einfach diese Fenster zu machen. Der Order ist zwar im System, aber es fällt noch der Druck auf Übermittlung, ja. Dann gehen wir hier hinter diese Übermittlungsfenster und klicken wir auf die Fenster hinter Übermittlung, erstmal mit linke, dann mit rechter Maustaste und gehen wir auf Anhängen. Und dann sehen wir hier Brackets Order und dann klicken wir, wir können erstmal auch nur eine Order für Gewinnmitnahme oder eine Stopp, ja. Das ist Ihnen überlassen. Mach eine Breakit Order, also eine Order für Gewinnübernahme und eine Stopp. Ich passe dazu und dann gehen wir erstmal für Gewinnmitnahme. Das ist diese Limit Order und dann mache ich eine Gewinnmitnahme bei 15,50 und eine Stopp Order bei 30, ja, bei 13. Also nochmal, wir haben hier einen Kauf bei 14, Gewinn bei 15,50 und eine Stopp-Loss bei 13. Jetzt haben wir alle Order da. Da sehen Sie, sind gepaart 2,2, 2,2, 2,1. Das gehören alle zu einem Paket. Jetzt gehen wir auf der Hauptorder und rechte Maustaste und dann gehen wir auf alle übermitteln. Ja? Sind Sie sicher? Ja, bin ich sicher. Wunderbar. Jetzt nochmal für jede Order die Hinweis, so viel kostet eine Order, so viel investieren wir und dann sind alle Order im System. Also, das ist One Cancel All. Wir haben hier eine 14 Kauf. Wenn der bei 14 ist, wir verkaufen und dann haben wir eine Limit Order, um Gewinn mitzunehmen und eine Stop Order. Und sollte eine erfüllt jetzt gekauft haben, ja, dann treten die beide Order in Kraft, die Limit und der Stopp. Und sollte einer von beide erfüllt sein, dann wird der andere automatisch gelöscht, ja. Das heißt, es gibt nicht ein oder andere. Wenn ich jetzt auf der eine klicke und der ist weg, dann ist der andere automatisch weg, ja. Das ist ein Paar, One Cancel Other, die sind weg. Jetzt storniere ich auch Hauptorder und